Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dark Souls 2. Der Hut ist so cool. Oder der Helm. Wie auch immer. Springen und dann umgehen. Nee. Wo war ich nicht hin? Den Sprung schafft man noch nicht, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube mal, man kommt auch von Werners hin. Von hier zumindest nicht. Da unten müsste man eigentlich auch anders hinkommen. Ich kann mir vorstellen, dass man hier so einen komischen Sprung machen soll, über eine Kante. Zum Beispiel hier. Magiebolzen. Geht durch. Geht nicht. Was hat dieser Helm für Effekte? Aufrüstungs... Achso. Nee, hä? Was heißt denn dieses Aufrüstungsstatus? Das kenne ich gar nicht. Gut, keine Ahnung, was das bedeutet. Werden wir sicher bald herausfinden. Okay. Ich weiß nicht, was das heißt. Das ist so ein Item mit so einem Strich durch. So ein Buff mit einem Strich durch. Ich weiß mittlerweile, was dieser Ring macht. Sorgt dafür, dass ein blauer Geist ankommt, wenn man invasioniert wird. Jo, gut. Dann rennen wir mal weiter. Geht's denn hinten hin? Ih! Sanki. Müsste Fluch sein, was da, sich da auflädt. Doppel-Ö! Lass mich mal in Ruhe. Geh hin. Ich will irgendwo hin, wo ich was sehen kann. Der ist ja clever. Achso. Nein, ist er nicht. Na komm. Was? Absolut kein Schaden hier. Na komm. Schauen wir mal, was geht. Tu das mal nicht. Ja. Das gefällt mir doch. Schon viel besser. Diesen Punkt verstehe ich nicht ganz.
Da links ist ein Vieh. Da vorne ist dieses Vieh. Ach, diese Dinger sorgen dafür. Weg, 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 weg. Oh, lebt er noch? So. Flammschmetterlinge und eine Fackel. Ist auch nichts. Da oben gibt's nichts. Bäh, ist das ekelhaft. Gut, macht nichts kaputt. Verflucht. Oh, ist ja gar nicht so schlimm. Aber irgendwas Verfluchtes ist noch auf der unteren Ebene. Ach, jetzt weiß ich, was das heißt. Wir wurden vorhin verflucht. Und darum haben wir dieses, haben wir weniger Energie, genau, weniger Max-Energie oder Max-Leben. Das kriegen wir nur weg, wenn wir den Fluch brechen. Ich weiß zwar nicht, wann wir verflucht worden, aber das wird das Zeichen da oben rechts bestimmt bedeuten. Also oben links ist der rechte Debuff. Sei mal ruhig. Gut, Mann. Loot. Lootungsrune. Urne. Müsste das sein. Nicht Rune. Ah. Sowas gefällt mir. Ruhe voraus. Niemand, der behauptet, dass das hier ein Freund wäre. Bist du ein Freund? Nein, bist du nicht. Der Skill ist richtig gut gegen den. Je größer der Gegner, desto besser der Skill. Versteinerte Drachenknochen. Komm mal ran. Hier hinten kann ich besser campen. Reicht doch. Ah, das rausziehen macht auch nochmal genauso viel Schaden wie es reinstecken. Jo. Kaputt. Von innen ist auch noch was. In Bewegung bleiben. Okay. Mach ich. Dickwanz. Hey, was geht ab? Bleib mal da. Sehr schön. Schon zweiten Wahrheitsverstärker. Müsste Wahrheitsverstärker heißen. Haha. Sehr gut. Links. Ist nicht.
glaube, man soll aus der anderen Richtung kommen. Das hier sieht man hier irgendwie nicht danach aus, als sollte man sich dort unten hinstellen. Haha! Ich hab's zwar nicht ganz gesehen, aber ich weiß, dass da vorher kein Loch stand. Ja, ein Loch steht dort. Vorsicht! Ah, das war dumm! Erst nur der Gegner, dann geht's ja. Und der rennt auch wieder weg. Okay, wir haben noch einen Duftzweig. Die sieht mir eigentlich eher nach dem Gegner aus. Aus irgendeinem Grund will ich ihn aber wiederbeleben. Ich mach das gleich, nachdem ich den unten besiegt habe. Ich glaube nämlich, dass der gleich wie der, nur ohne Waffen. Komm mal näher ran. Genau. Du machst das richtig. Jop. Jetzt kommt zurück ins Leben. Doofes Spiel. Einfach nur ein Gegner. Woher hat er die Waffen gezogen? Voll unlogisch. Jetzt stirb einfach. Zahnschlüsse. Wenigstens hat sich doch gelohnt. Braucht man bestimmt für irgendwas voll Wichtiges. Da rollt eine Axt. Keep rolling, rolling. Falle voraus. Oh, da muss ich hin. Sieht ziemlich langweilig aus. Ach, das meint er mit Falle. Den Gegner damit wieder zu beleben. Wie bin ich da durchgekommen? Hä? Ach so, von da innen geht's hoch. Dann ist ja gut. Ju. Dann laufen wir den ganzen Weg jetzt noch einmal. Hoffentlich ohne uns noch einmal zu blamieren. Haha. Versteinerter Drachenknochen. Was macht er eigentlich? Ah, der versteinerte Drachenknochen ist für Drachen-Items zum Verstärken. Also für Drachenwaffen. Ein Lebensstein gibt's hier also. Was macht ihr da? Eine Party? Nicht? Ja. Müssen wir daran denken, wenn wir da unten ankommen. Nee. Nee. Aua. Jetzt auch.
Noch so einer, der versteinert ist. Ich habe leider kein Duftzeug mehr. Das ist doch kacke. Verschwende ich denn mein Duftzeug für irgendeinen scheiß Schlüssel? Kann jetzt hier nicht durch. Der da? Rollen und sterben. Skeptiker-Gewürz. Ja, unten. Okay. Loch voraus und dann Truhe. Okay. War echt knapp. Gut, dann nehme ich mal dieses Loch. Keine Gegner. Aber eine Truhe. Und ein Mensch. Ziehflugseematte. Yay! Ist cool. Schwäche Bein. Weiß nicht. Ach! Look how far this undead has wandered. And a very fit undead you are. A bit too alive, but with a darkish shadow. Yet still unprepared for deeper dark. And like every undead, you have no future. Oh my, don't mind me. I'm just talking amongst myself. But if you find the need for a truer dark, then meet again. We shall. What? The dark is still nascent within you. May the dark. The dark. Ah, okay. Wenn wir irgendwann dunkel sind, können wir zurückkommen. Das hier sieht mir nach einem Fahrstuhl aus. Ist da aber keiner. Ist eher wahrscheinlich irgendwas Zeremonielles. Immer noch keine Gegner. Vorne ist eine. Stopp. Den Rest haben wir schon getötet. Hier ist nichts drin. Ja, ist. Glitzerndes Titanit. Und dann geht es hier durch die nächste Tür. Dafür braucht man den Zahnschlüssel. Hallo? Thank you for helping me. I'm Onifex. Cool. I owe you some form of thanks, but have nothing for you at the moment. If it would not trouble you, could you visit my abode just down the way? Thank you. I believe that I can be of assistance if you would visit me at my home. Thank you. Dort? I believe. Das reicht mir schon, also. Wir sind vom Bedauern, aber Freude voraus. Was ist das? Gut. Frage hat sich soeben erledigt. Damit haben wir den ersten Durchgang des Schattenwaldes abgeschlossen. In den nächsten Folgen werden wir uns noch genauer damit beschäftigen, was dort noch alles zu finden ist. Und dieses Mal wird das allerdings etwas vorgespult. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst es mich wie immer wissen.
Besonders interessant wird es allerdings, wenn es euch nicht gefallen hat, dann würde ich gerne wissen, wieso nicht und was ich besser machen könnte. Und in diesem Sinne auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge. Ciao.